Herzlich willkommen zu unserer Funkerkonferenz. Weiter geht's mit dem Einsteigerwissen. Heute haben wir jemand Neues hier zu Gast, den lieben Oskar Griesgram. Genau, hallo. Hi und hallo. Hast du mich gerufen? Nein, ich habe Hanno gerufen. Ach so, Hanno. Also, das fängt ja gut an. Der Frühling setzt jetzt zu, ich sehe das schon. Und natürlich haben wir den lieben Hanno wieder mit dabei. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja. Die Leute, hallo Leute, sag ich mal immer. Ihr beide seid ja Fachmänner darin, wenn es darum geht, wie der ganze Anfang vonstatten geht, was für Geräte man braucht, überhaupt das Grundwissen zu vermitteln. Und dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von uns, von der Landsitzliebe. Vielen Dank, dass ihr euch so engagiert. Wie ist denn euer Erleben in der Gruppe? Nette Leute, ne? Ja, so kommt man zusammen mit Interessen, fügen Leute zusammen, so ist das. Ja, ich habe auch schon ein paar nette Leute kennengelernt, oder also virtuell. Und ich finde das Konzept, ne, also Leute zusammenzubringen, eigentlich ganz gut, halt über Funk. Und weil mich der Funk schon länger interessiert, ist es mir auch egal, ob das irgendwie Amateurfunk ist, CB-Funk oder PMR oder wie auch immer. Funk ist für mich Funk. Das ist so das Erste. Und ich bin so eher derjenige, der so gerne so ein minimal das am besten macht. Also es soll kostengünstig sein und es soll funktionieren. Also das ist so der Hauptgrund. Das muss nicht so bombastisch sein. Und da habe ich in der Gruppe schon so ein paar Sachen kennengelernt, die sich da auch engagieren. Letztens war hier so ein Video mit Stromversorgung und so. Ich komme nicht auf den Namen, ich glaube, der Markus oder so, der macht da so ein paar Sachen und der bastelt auch ganz viel und lötet sich da was zusammen und Kabel und China-Netzteile und hier und da und Akku und hat auch mal ein paar Grafiken und Kurven gemacht, damit man sieht, was ist besser an Akkus. Mittlerweile gibt es ja moderne Akkus und ich finde, da kann man einiges mitmachen, kostengünstig und kommt da so ein bisschen in die Richtung, dass man da auch, wie soll ich sagen, ein Erfolgserlebnis hat, damit das auch funktioniert und nicht nur Theorie bleibt alles. Ja, genau, das ist ja auch wichtig, dass man ins Handeln kommt dabei, dass man sich kostengünstig mit diesen Geräten eindecken kann und mit den Antennen. Darüber haben wir ja auch schon ein paar Videos gemacht. Mit wertvollem Informationsmaterial, wo Hanno und Markus ja unheimlich viel dazu beigetragen haben und auch Andreas. Und heute wollen wir wieder über die Grundausstattung sprechen und was man braucht für den Beginn. Ja, du hast gerade die Antenne angesprochen, die halte ich mit für wesentlich ganz wichtig, die Antenne. Viele Leute haben dann die Probleme, dann kommt man hier an mit so einem kleinen, ich habe das Funkgerät jetzt irgendwo drin, da ist so ein Handfunkgerät zum Beispiel. Da hat man dann so eine Antenne, die ist dann so lang und die Leute funken nur ein paar Meter und dann geht es irgendwie nicht weiter. Und man muss ja ganz deutlich sagen, man braucht Antennen, die eine gewisse Länge haben. Und eine Höhe am besten, ja, also und am besten draußen und nicht in der Wohnung. Das ist super wichtig, das zu verstehen, damit das auch funktioniert. Das ist wichtig. Das Funkgerät ist da gar nicht mal so wichtig. Aber das mit der Antenne und der Zuleitung, dass das vernünftig ist. Wenn das vernünftig ist, dann kann man auch Erfolg haben. Dann gibt es ein zweites Problem, wenn man in der Stadt ist oder wohnt in der Wohnung, erste Etage und in 10 Kilometer Entfernung, da wohnt auch ein Bekannter oder so. Auch auf der ersten Etage oder im Erdgeschoss, dann kann ich jetzt schon sagen, das wird schwierig oder gar nicht funktionieren. Das muss man einfach wissen. So eine Antenne muss raus und braucht eine gewisse Länge, dementsprechend zur Wellenlänge. Das können wir mal irgendwann auseinanderdröseln, wie lang die tatsächlich sein sollte. Also beim CB-Funk, so eine ausgewachsene Antenne sollte schon 2,65 Meter vielleicht haben. Ja, Viertel Lambda ungefähr. Mindestens. Dann, also auch mechanische Länge, also 2,65 Meter ungefähr lang, so hat man da so, ja, da kommen viele Leute nämlich klar, die sagen, oh Gott, das sieht ja auch grausam aus und so, aber anders geht es halt nicht. Ja. Physik können wir nicht
austricksen, das geht nicht. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ist das überhaupt irgendwie passiert? Ich habe heute mal wieder irgendwie ein paar, also eine Freundin irgendwie in den CB-Funk eingeführt, habe ihr ein Funkgerät mitgegeben, eine kleine Mini-Antenne, die sie aufs Autodach packen kann. Mhm. Jo, was war das Problem? Sie hat keinen Strom. So, und das war eigentlich das ist das erste Problem. Also ich habe ja auch gesagt, so, die hat es versucht, aus der Wohnung raus, mit dieser kleinen Antenne einfach nur auf den Tisch gestellt. Ich sage, nee, so funktioniert das nicht. Aber das Entscheidende war der Strom. Und das Einfachste ist, da wollen wir mal gucken, wie einfach wir jetzt der Strom kommen als Funker. Wir brauchen diese 12 Volt nochmal so zwischen 11 Volt und 14 Volt. Ja, da findet das statt mit dem Funken, ne? Mhm. Die Funkgeräte wollen praktisch diesen Bereich, das sind eigentlich die Bereiche von einem normalen Autoakku oder so, der ist, glaube ich, wenn er voll aufgeladen ist, 13,8 und da ist die einfachste Stromquelle, die man haben kann. Das ist praktisch die ganz normale Stecker, der dann irgendwie praktisch, ne, also stellscharf, ne, okay, so, das ist praktisch so ein kleiner Dongle, den man dann irgendwie in die den Zigarettenanzünder reinpackt, minus plus 12 Volt Auto, und dann kann man im Auto funken, oder man hat eben irgendwie zum Beispiel man gibt ein bisschen Geld aus, kauft sich so ein Funkgerät, Funknetzteil nennt sich das. Das ist jetzt hier irgendwie ein relativ einfaches, und der hat zum Beispiel hier vorne auch so einen Anschluss drin, wo man dann so etwas zum Beispiel reinstecken kann. Das heißt, wenn man ein Funkgerät hat, das für Auto gedacht ist, kann man das dann hier einfach reinstecken, zack, und die Sache ist erledigt, ne? So. Also das wird dann da reingesteckt und dann kann man damit losfunken sofort. Das ist also die einfachste Methode, Strom aus der Steckdose, und das war's. Diese Dinger, die kosten, was ich, 30 Euro etwa, irgendwie im billigsten Dings, da gehen bis 60 Euro sinnvoll hoch, und das war's. Und Hanno, wie heißt denn dieses kleine Teil, was du am Anfang gezeigt hast? Das ist ein Switching Power Supply. Da gibt es irgendwie von Albrecht, gibt es welche, und dieses hier ist von, oh Gott, Commerci UHG, also Geschwister Scholl, keine Ahnung. Baujahr 2016, keine Ahnung. Ich sag ja, das ist irgendwie nicht so wichtig. Also das Ding hat hier zum Beispiel jetzt eine Maximum von 32 Ampere, steht hier drauf, oder bestimmt nicht. Der hat wahrscheinlich ein Maximum von 10 Ampere. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. 10 Ampere mal 12 Volt. Das reicht für Funkanwendungen, für normale Funkgeräte. Bis 100 Watt ist das locker möglich, damit irgendwie dann zu arbeiten. Und es gibt von Albrecht zum Beispiel welche, die für CB-Funk sind. Die sind noch billiger und die gehen ganz locker. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich habe einen Igel in der Tasche, ich habe kein Geld. Dann kauft man sich so ein chinesisches Schaltnetzteil, 12 Volt. Hat man hier doch so einen kleinen, hier hat man noch so einen kleinen Regler, da kann man sogar noch nachregeln, wenn man ein Messgerät hat, kann man genau sagen, ja, ich will jetzt 13,8 Volt haben. Dann hat man irgendwie hier irgendwie Minus, drei Minuspole, drei Pluspole, packt man die Sachen rein, Stecker dran, und jo, und das war's eigentlich. Die kennt man eigentlich auch von Printern, von 3D-Printern, da werden die auch viel benutzt. Und das ist die zweite Möglichkeit. Die kosten ungefähr zwischen 10 und 20 Euro maximal. Also so ein Ding kostet. Das sind irgendwie diese typischen 30 Ampere Netzteile. Genau wie dieses Ding, das ich da unten habe, ist auch ein 30 Ampere Netzteil eigentlich. Ne? Also das Ding hat 30 Ampere, das hat 30 Ampere. Das hier kostet ungefähr halb so viel wie das da unten, aber das da unten hat eben Anzeigen und den extra Stecker und das hat extra Sicherung. Das ist schon ganz schön, ne? Und es gab Filter drin. Aber diese kleinen Billigdinger, die sind nicht schlecht. Das ist kein Problem. So, hat man das nicht, hat man einen Autoakku. Ich habe jetzt gerade keinen Autoakku. Also ich habe hier irgendwie gerade einen Akku von einem Motorrad. 12 Volt plus, minus. Und genau, da hast du auch so einen. Deswegen kann man auch mal einen Rucksack packen. Ein bisschen was hier drüber, damit da kein... Genau, ja, hier. Das mal hin hier. Das ist irgendwie ein ganz billiges Ding. Die Dinger, wie viel kosten die? Oskar. 15 oder so.
12 noch was. Also ich glaube, das hat 12 Euro noch was gekostet bei Pauline. Das Problem bei diesen Dingern ist, der ist schon relativ schwer. Ja. Es gibt dann diese wie heißt der Laden da? Ja, genau. Sowas hier ist zum Beispiel ganz schön. Übrigens hier, das ist eine ganz wichtige Sache, die Stecker, die ich nehme und die ich empfehle, das sind diese für Modellbau. Also ich weiß nicht, ich muss jetzt mal irgendwie so machen, dass das sich hier einigermaßen geht. Ja. Zu viel Licht oder so. Ich weiß XT60 nicht. Heißen die und genau. XT90. XT60 ist die Marke, genau. Diese für Modellbau, die sind zum Beispiel auch hier dran. Die sehen so aus. Die sind auch an vielen Ladegeräten dran, das ist das Ding. Das heißt, wenn du so ein Standard-Ladegerät hast, dann kannst du die Dinger, genau, dann kannst du die Dinger irgendwie da einfach mit ranhängen, dann kannst du so ein Teil aufladen, dann kannst du irgendwie so ein Bleiakku aufladen. Das ist dann irgendwie, und die Dinger sind nicht teuer, diese kleinen Standard-Ladegeräte. Die sind nicht teuer und die haben einen Vorteil, sie sind auch verpolungssicher und die reichen für den Strom, den wir benutzen, völlig aus. Ja, genau. Also das wird dann hier so ein bisschen, kommt dann Schrumpfschlauch drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dann wird das verschrumpft. Da braucht man, das kann man mit Feuerzeug machen oder halt mit so einem kleinen, kleinen Heißluftföhn. Den gibt es auch relativ günstig. Wenn man das selber macht, wenn man mehrere davon macht, dann macht man das irgendwie damit. Ja, genau. Also kann ich irgendwie, das kann ich sehen. Und damit kann ich, und ich habe jetzt hier den, das mein Netzteil, das ich hier habe, ist ein 55 Ampere Netzteil. Da habe ich jetzt alle meine Funkgeräte dran. Und das füttert aber zusätzlich irgendwie einen großen Akkupack, den ich hier habe, der sozusagen erst den Akku auflädt. Von dem Akku aus sind dann die Funkgeräte gefeuert. Und wenn Stromausfall sein sollte, lasse ich die Funkgeräte einfach über den Akku laufen. Das kann man im Kleinen machen. Da kann man irgendwie so ein kleines Ding, wie wir es eben hatten, nehmen für. Oder man kann irgendwie halt so einen Riesenakku nehmen. Oder dann kann man sie aufladen mit einem einfachen Solarpanel. Und ehrlich gesagt, diese Funkgeräte sind normalerweise nicht besonders durstig. Die verbrauchen im Standby-Betrieb, also wenn man einfach nur hört, knappen Ampere oder so als roundabout. Ein bisschen mal, ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ich habe 1,3 gemessen, 1,35 ungefähr Ampere. 0,8 macht dieses Ding hier zum Beispiel. Das hier ist so ein schönes Bugout. Das ist ja eh so, das kann man sehen, glaube ich, ne? Das ist ja eh so. Ja, sieht man gut. 90 oder sowas, das Ding, das macht 0,8 Ampere, also da kannst du so einen Akku dranhängen und das hält ewig. Außerdem kann man das Ding hier unten aufmachen und da kann man Akkus reinpacken und die kann man dann anschließen und dann hat man das ganze Ding kompakt dabei. Momentan ist hier unten ein Netzteil drin, das heißt, da braucht man kein Netzteil zuzukaufen, sondern man steckt einfach nur hinten Strom rein. Hier ist der Kaltgerätestecker, steckt man einfach rein, irgendwie lässt laufen und das ist ein Funkgerät, das macht alles in einem, aber das ist natürlich dann irgendwie auch eine andere Preiskategorie. Wir reden ja erstmal nur von CB-Funk. Aber wenn man, ich erzähle das einfach mal, wenn man irgendwie mehr will oder mehr Ansprüche hat oder so, dann ist das der Weg. Ja, so, dass man dann irgendwie diese Stromsicherung, diese Stromsicherheit irgendwie auch feststellt. Denn was nützt denn so ein Funkgerät in einem schlimmsten Fall, wenn du keinen Strom hast? Ich meine, ja klar, du kannst immer rausnehmen oder so. Das geht ja auch, ne? Ohne Strom geht nichts und ohne Antenne geht auch nichts. Ganz klare Sache. Und Strom und Antenne sind viel wichtiger als das Funkgerät. Ja, genau. Da gebe ich recht. Das ist das Ende. Stromversorgung, wenn die nicht da ist und wir haben Stromausfall oder es ist sowas wie das Ahrtal oder sowas, ja, dann geht gar nichts mehr. Wenn die Antenne nicht steht, dann geht auch nichts. Du kannst nicht so eine Mikroantenne nehmen und sagen, ich erwarte jetzt davon hier. Da ist so eine Mikroantenne hier. Da habe ich so eine typische Mikroantenne. Kann man das sehen? Nee, ich kriege das hier nicht rüber, ne? Doch, warte mal. So, das ist so eine mobile Mikroantenne, allerdings diese für 70 und 2 Meter. Ja, okay, 72 ist. Das ist eigentlich schon ganz gut. Das ist eine gute Antenne. Das ist keine schlechte. Die schlechte habe ich gerade weggegeben. Aber die hätte ich dann ansonsten zeigen können. Ich meine nicht, dass die nicht funktionieren. Die funktionieren schon, aber muss rausgehen damit. Die dürfen niemals in der Wohnung stehen. Die brauchen, diese kleinen Antennen brauchen eine metallene Grundlage und sei es eine große Aludecke oder sowas. Sei es eine Aludecke. Es muss nicht irgendwie ein tonnenschwerer Metallklotz sein. Es geht nicht um Metallklotz, das geht um Oberfläche bei der ganzen Geschichte. Also eine Aludecke.
Man kann auch im Prinzip hier so Alufolie noch ein bisschen ausrollen. So, und Tisch voll machen mit Alufolie, da das Ding dann drauf, Tisch raus in den, auf den Balkon oder irgendwie auf die auf die Terrasse oder wie auch immer, wenn man dann drin sitzen will, längeres Kabelverlängerung und dann von innen funken. Notfall würde das besser gehen als auf dem Schreibtisch. Das geht nicht. Ja. Es gibt auch, es gibt Innenantennen, gibt es auch, aber das ist, es gibt ja noch diese andere Sache, dass du irgendwie diese, Loops, also diese Rundstrahlantennen, die gehen teilweise aus dem Zimmer raus, weil die innerhalb des Nahfeldes, wie man so schön sagt, auf die Wände nicht so reagieren, weil das erstmal magnetisch ist und nicht elektrisch. Das heißt, die kommen raus aus dem, die kann man sogar notfalls in einem Keller abfeuern, die Teile. Die sind ein Kompromiss, wenn man keinen Platz hat. Das Problem bei den Antennen ist, die sind schmalbandig und das ist mit der Einstellerei ein bisschen schwierig. Während so Drahtantennen hast du vielleicht schneller ist auch kostengünstiger eine Drahtantenne, weil der Kondensator kostet ein bisschen was für die, also der Drehkondensator für eine Magnetic Loop und dann muss die auch gut verarbeitet sein, also die wieder die Übergangswiderstände sollten sehr gering sein, im Milliohm-Bereich. Ja, das ist das Problem, das ist ja, aber das kann man irgendwie machen. Also, aber wichtig ist, also ich habe den Leuten gesagt, das Wichtigste an der Antenne ist Höhe, Höhe, Höhe. So, und nachdem die Höhe da ist, Länge, Länge, Länge. Und wenn das da ist, Zuleitung, Zuleitung, Zuleitung. Gute Zuleitung, nicht so lang. Genau, Zuleitung mit geringen Verlusten, weil das hat ja keinen Sinn, dass du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du hast 20 oder 30 Meter bis zur Antenne von deinem Scheck aus. Und dann hat man schlechtes Kabel und verbrät sein ganzes Signal im Kabel. Ja, das ist teilweise krass, das ist teilweise, du verbrätst mehr als die Hälfte, ach Quatsch, du verbrätst irgendwie, du verbrätst 80% im Kabel von dem, was eigentlich irgendwie nachher irgendwie in der Luft fast keine Energie verliert. So, das heißt, du reduzierst deine Reichweite irgendwie auf ein Viertel oder so durch ein schlechtes Zuleitungskabel. Dann hast du eine tolle Antenne, du hast eine tolle Position, du hast einen riesen Turm aufgebaut, du hast ein gutes Funkgerät und ein schlechtes Kabel und dann geht das alles nicht. So, beim Empfang geht das, nee, auch beim Empfang ist das Müll, das ist immer Müll. Ja, also dann müssen die Lötverbindungen müssen gut sein oder so, sag mal, Krimpverbindung. Dann kommt noch die Frage so ein bisschen mit der Stehwelle. Also im Prinzip braucht man schon so ein paar Sachen. Brauchst das Funkgerät, dann brauchst du die Stromversorgung. Da haben wir zwei verschiedene Sachen. Erstens, wenn Strom zu Hause noch da ist, dann holt man sich natürlich ein Netzteil, so oder so. Das kostet ungefähr 30 Euro. Hat man auf jeden Fall eins. Für CB-Funk reicht das aus. Dann brauchen wir eine Antenne und die Zuleitung. Und dann müssen wir die Antenne vielleicht noch ein bisschen nicht abstimmen, abstimmen und die Stehwelle messen. Oskar, darf ich mal kurz einwerfen, wenn du sagst, irgendwie CB-Funk-Netzteil, wie groß muss das Netzteil sein? Da muss ich mal kurz einen Einwurf machen. Wir müssen gucken, wie viel Watt hat dieses Funkgerät. Die normalen Funkgeräte haben 4 Watt. Die Rechnung, also so eine Daumenrechnung, wie viel Ampere muss mein Netzteil haben? Ist, du nimmst du hast diese 4 Watt und du hast ungefähr 12 Volt. Ja, das heißt, du teilst diese 4 Watt, dann nimmst du das Doppelte von. Das heißt, das, was reingeht ins Funkgerät, ist meistens das Doppelte von dem, was rauskommt. Gibt es noch ein bisschen was drauf? Sagen wir also 4 Watt, 8 Watt, 10 Watt. Sagen wir mal 10 Watt. Wir haben also jetzt 10 Watt brauchen wir. Und wir haben 12 Volt, also müssen wir ein Netzteil haben, das mindestens 1 Ampere ist. Rausgibt. Das ist die Rechnung, die jeder machen konnte, sollte. So, wie viel Ampere sagst du? Wie viel Ampere? 1 Ampere? 1 Ampere, mehr nicht. Ein CB-Funkgerät braucht nicht mehr. 1 Ampere. Also meins zieht bei 3 Watt HF, habe ich 1,3 Ampere gemessen. Ja, ich sage, legst noch ein bisschen drauf. Du musst großzügig rechnen. Also ich habe jetzt knapp gerechnet und du musst großzügiger rechnen, weil einige Funkgeräte kommen damit aus, andere Funkgeräte kommen damit nicht aus. Und deswegen rechnet man, dann nimmst du am Schluss das ganze Ding. Also jetzt war die Pur-Rechnung. Das war sozusagen erstmal von dem, was rauskommt. Ich muss das, was reingeht, ist das Doppelte. Na, das war das Erste. So, jetzt habe ich am Schluss gesagt, ich habe 1 Ampere, den ich mindestens brauche. Davon jetzt großzügig, diese typische Ingenieursrechnung ist, man nimmt das ganze Ding mal 2,5.
Ja. Und damit haben wir es. Das heißt, du nimmst nicht 1 Ampere, sondern 2,5 Ampere. Und diese meisten CB-Funkgeräte haben zwischen 3 und 5 Ampere. Und damit ist man auf der sicheren Seite. Richtig, genau. Das ist so, schon seit 30 Jahren ist das so. Steht meistens drauf 3 bis 5 oder 2,5 bis 4. Genau. Da, also 3 bis 5 Ampere. Da ist man auf der sicheren Seite. So ein Ding kostet 30 Euro. Ja, aber wie kommt man darauf? Ne? Wie kommt man darauf, dass man sagt, wieso brauche ich irgendwie diese 3 bis 5 Ampere? Sagen wir mal, wir haben jetzt jemanden, der hat ein Funkgerät, das irgendwie in der Notschaltung 40 Watt bringt. Ja? Wie viel Ampere brauchen wir dann? Ja, nicht 4, wir brauchen natürlich das 10-fache, das ist klar. Das heißt, wir brauchen ein Netzteil, das irgendwie dann nicht 3, sondern ungefähr in der 30 bis 50 Watt, 30 bis 50 Ampere bringt. Und dann haben wir irgendwie, dann sind wir auf der sicheren Seite. Meistens ist halt immer die Sache, je mehr Hochfrequenzleistung machen, also Funken, also wenn ich irgendwie Leistung hochschraube, dann verbrauche ich auch mehr Strom. Ja. Und das ist halt so die Sache, wo das dann in dieses, ja, wie viel Ampere, ne, und so weiter. Aber bei dann den normalen Geräten, die wir so kaufen können, diese 80-Kanal-Funkgeräte, die bei 50 Euro anfangen, diese Mobilgeräte, die ins Auto kommen, da sind so klein, so mini, die kann man mit diesen kleinen Netzteilen, ja, oder damit, ne, also mit dem Zigarettenanzünderstecker auch betreiben. Die können nicht mehr 10 Ampere. Ja. Und das heißt, die würden dann anfangen, heiß zu werden und zu schmelzen im Auto, diese Zigarettenanzünder. Deswegen kannst du sagen, wenn du ein 10 Ampere Netzteil hast, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. 5 reicht aber auch. Aber das ist 10. Und wie viel Watt können wir damit ziehen? Knapp 40 Watt. Da ist auch eine Sicherung drin. Wahrscheinlich ist die bei 2 Ampere, ist die schon bang. Nee, die ist, glaube ich, hier stärker. Die weiß nicht. Okay, ich habe da schon so verschiedene gesehen. 10 Ampere. Du hast eine 10 Ampere. Okay. Hier kann man die Dinger kann man hier aufschrauben. Mhm. Hier oben. Und dann kann man das Ding rausnehmen. Und da steht das drauf. Da ist die Sicherung. Und da steht dann irgendwas drauf. Und da muss ich jetzt gerade mal gucken. Kann ich wieder mal nicht sehen. Ja. Ja. Ja, 10 Ampere. Oh, 10 Ampere, okay. Noch. Ja, also man kann die auch im Auto betreiben. Da hat man natürlich auch die 12 Volt. Ansonsten braucht man halt irgendwie so einen Akku hier. Ja. Das ist die günstige Variante. Die andere Variante kostet, also das kostet so 15 Euro ungefähr. Und dann gibt es diese anderen von Emerit oder Emerit. Da gibt es einen Akku, das hat 6 Ampere Stunden. Und das hat 7,2 oder so, steht hier irgendwo drauf. Genau. 7, wieso bin ich eigentlich hier spiegelverkehrt? Nee, das ist nur bei dir, bei uns ist es richtig. Okay, und das hier, dieses kleine Ding, das hat 5,2 Ampere Stunden. 5,2 Ampere Stunden. Also wie viel Volt? Ja, 11,1, das sind 13 Akku. Also ist ein bisschen schwach, aber wenn man unterwegs ist dann, und es geht irgendwie um Gewicht oder so, dann ist das die richtige Lösung. Ansonsten ich hätte dabei eine Frage. Anni, bitte. Und zwar, wie weit kommt man damit? Wie viele Kilometer erreicht man? Also Hanno, also, mach mal die Sache bis zum Horizont, bitte. Bis zum Horizont, also mit CB-Funk bis zum Horizont, wenn du die Horizontverbindung hast, kommst du bis zum Horizont und da brauchst du nicht mal 4 Watt für. Das geht schon mit einem halben Watt, das geht schon mit diesen kleinen Handquetschen, mit minimal, wenn du Horizont hast. Das geht eigentlich nicht um die Reichweite mit der Power, sondern es geht um die Abdeckung. Kommst du durch Häuser durch? Kommst du durch den Wald durch? Kommst du noch an, wenn da irgendwie ein Gegenstand ist, der dämpft? Also kommst du gegen Dämpfung an? Darum geht's. Das heißt, ich kann ich habe es neulich ausprobiert mit einer meiner Schülerin, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit einer der Leute, die hier irgendwie mit im Morsekurs sind bei mir. Mit der habe ich das getestet. Ich habe gesagt, geh mal hier irgendwie bei Aachen. Ich bin ja hier in Hamburg. Geh mal bei Aachen irgendwie auf ein Web-SDR. Dann habe ich mein Funkgerät auf 0,8 Watt gestellt. Dann habe ich irgendwie die Morse-Taste angebracht, habe gepiepst und sie, ich kann dich hören. Ja, das waren mal eben, wie viele Kilometer sind das bis zur niederländischen Grenze, bis nach Twente von Hamburg? Das sind irgendwie 400 Kilometer, 300, 400 Kilometer oder so, ne? Ungefähr. Ich weiß jetzt nicht genau. Sag ich mal. Ja, das ist ja aber allerhand.
Lass mich lügen. So, das sind 0,8 Watt gewesen. Das war aber ein CW-Signal. Also ein, von wegen, wie weit kommt man? CW-Signal heißt hier so ein, ne, so ein Morse-Signal. Ne? Da. So, und damit kommt man, mit 5 Watt kommt man um die Welt. Also ich habe ein 5 Watt-Signal am selben Tag aus Australien gehört. Auch 10 Meter. Also praktisch das, wie das 11-Meter-Band, wie das CW-Band, was wir hören, habe ich aus Australien, weil die Sonne gerade gut war, konnte ich 5 Watt hier klar und deutlich hören, als wenn der nebenan wäre. Das geht, aber man braucht die richtigen Bedingungen dazu. Das heißt, diese Wattgeschichte, die hat nur, also die Sendewattgeschichte ist nur für Abdeckung, nicht für Reichweite. Reichweite ist ein bisschen Glückssache bei Funk, aber nicht eine Sache von Leistung. Das, die Dämpfung zu überwinden, das ist das Entscheidende. Und wenn du zum Beispiel keine Sichtlinie hast, das heißt, du musst über den Horizont, du hast hier deine Station, du hast deinen Empfänger und die Sichtlinie würde praktisch hier gerade rübergehen. Und dann ein Teil von der Sache beugt sich hinterher und das nennt sich die Bodenwelle und die dämpft sehr stark. Und da braucht man den Power, um darüber zu kommen. Deswegen sind die alten Langwellensender, die nämlich alle über Bodenwelle gehen, die brauchen Power und zwar richtig viel. Mittelwellensender im Prinzip auch, die brauchen auch Power, weil sie auch über Bodenwelle gehen. Und die gehen gegen diese Dämpfung an. Wenn du in der Stadt funkst, dann musst du durch die Häuser gehen. Das ist auch Bodenwelle. So, das heißt, du musst auch gegen diese Dämpfung auf dem Boden, durch die Häuser, durch Wälder, durch was weiß ich, musst du gegen ankommen. Da brauchst du Power. Und dann haben die Leute gefragt, ja, was mache ich denn, wenn da ein kleiner Hügel zwischen ist? Dann sage ich, ja, dann kannst du es vergessen. Das kriegst du mit jeder Power der Welt kriegst du das nicht hin, die wir funken können. Aber was du machen kannst, du kannst dann irgendwie, nennt sich NVIS, also du kannst 80 Meter Band oder 60 Meter Band nehmen und dann geht das direkt hoch zur Ionosphäre, wird dort reflektiert wie durch einen Spiegel, kommt auf der anderen Seite vom Berg wieder runter und mit einem Watt oder mit 0,5 Watt kann er mich klar und deutlich hören auf der anderen Seite des Berges. Das kannst du nicht mit Power machen, das kannst du nur mit der richtigen Frequenz machen. So, also braucht man viel Watt? Nein, man braucht nicht viel Watt. Man braucht nur viel Watt, wenn man nicht um die Ecke denkt bei Funk. Also wenn man um die Ecke denkt, bin ich der Meinung, dann kommt man immer mit wenig Watt aus. Also siehst du auch so, ne? Ja, beim CB-Funk oder bei dem Funk, wo es uns darum geht, so ein bisschen zu kommunizieren und oder Notfunk zu machen, kann man sagen, dass es quasi optisch ist. Also wie unsere Augen auch sehen können. Ich mache mal ein Beispiel. Der Stern Betelgeuse, der ist 550 Lichtjahre von hier entfernt. Wenn ich im Winter hochgucke und sehe den im Orion, oben links ist der Stern, dann sehe ich den da rötlich leuchten. Wenn ich jetzt ein Blatt nehme und mache das schon hier vor meinen, zack, sehe ich den schon nicht mehr. Also das würde zum Beispiel das Signal dämpfen. Also so in etwa kann man sagen. Licht ist auch eine elektromagnetische Welle und ist praktisch gleichzusetzen mit unseren Funkwellen etwa. So quasi optisch. Und wenn wir funken, dann funken wir bis zum Horizont und dann geht die Erde halt runter und das Signal geht weiter da lang. Und wenn du dann hier irgendwo bist, dann kriegst du nichts mehr mit. Ja, das ist so diese quasi praktische Sache. Deswegen ist es so wichtig, dass du auf Kurzwelle und die 11 Meter gehören ja noch mit seinen 27 Megahertz zur Kurzwelle. Am Rand, ja. Diese Kurzwelle und es gibt eben, das war im oberen Bereich und nur wenn die Sonne sehr aktiv ist, dann wird es reflektiert an der sogenannten E-Schicht und dann geht das, also hier, wenn hier unten die Erde ist, hast du hier oben diese Ionosphäre. Sporadik E kann man machen, ja. Das ist die E-Schicht und dann geht das hoch ohne Widerstand. Hier ist nichts, gar nichts, es ist kein Verlust. Wird reflektiert, geht runter und kommt bei 2000 Kilometer runter. So habe ich gestern, heute habe ich irgendwie mit auf 11 Meter, also im CW-Bereich, mit 4 Watt, habe ich mit Teneriffa telefoniert. Ja. Ganz normal. Und da ist halt im Weg nichts dazwischen. So, ne? Ja. Also, und da oben hast du diese reflektierte Schicht, das ist dann ein bisschen ionisiert und okay. Ja, das sind ja die Sachen, auf die man sich nicht so wirklich verlassen kann. Ne? Wenn ich jetzt mit meinem Bekannten funken will, der in 20 Kilometer Entfernung ist, interessiert mich keine E-Schicht mehr. Nee. Muss ich vorher ausprobieren, klappt das mit dem? Das sind immer so Sachen, die dann auch immer noch kommen. Funktioniert das denn auch? Da sage ich immer, weiß ich nicht.
Du musst das ausprobieren. Du musst das ausprobieren, sonst da kann man keine, das kann man irgendwie grob abschätzen, ja. Wenn ich sage, okay, der ist am Hochhaus, der andere ist auch am Hochhaus, ihr habt beide schöne Antennen da oben drauf, Kabel ist gut, Funke, dann sage ich, ja, das geht. Ne? Aber oft ist das nicht der Fall. Und da sind die Leute auch immer enttäuscht. Ja, ich habe mein Handfunkgerät geholt und mein Kollege, der kann mich gar nicht hören. Ach, das ist kaputt und so. Ne? Nee, das ist nicht kaputt. Das sind nur diese Bedingungen halt. Höhe, ja, Antenne. Dann habe ich ja, und diese kleinen Schrottantennen, die dann auf den CB-Funken sind, die sind zu klein. Die sind zu klein. Da ist so eine Spule drin gewickelt, der Draht. Und dadurch, dass sie so zusammengeschrumpft ist, verliert die an Wirkungsgrad. Also der Wirkungsgrad ist sehr schlecht bei diesen kleinen Antennen. Und dann kommt noch hinzu, dass die auf so einem Handfunkgerät sind und du das irgendwie in der Hand hast. Also ich habe das jetzt gerade meiner Bekannten erklärt, wenn die gekürzt wird, die Antenne, dann sorgt das dafür, also wenn du jetzt eine volle Halbwelle hast, eine Halbwelle ist eigentlich so, das ist irgendwie so, das ist der Standard eigentlich, ne? Dann hast du den ganzen Draht, also das ganze Blech, sage ich immer so gern, das ganze Blech, da geht die Welle einmal hoch, kommt wieder zurück und dann wird die ganze Welle abgestrahlt. So, alles wunderbar. Wenn jetzt das Ding nur halb so groß ist, also es nur eine Viertelwelle ist, dann geht nur, dann geht er hin und kommt wieder zurück und die zweite Hälfte, die muss dann irgendwo, die ist dann durch die Spule verlängert, künstlich verlängert worden, die Antenne, die geht in die Spule und da wirkt sie nicht. Das heißt, du hast nur die Hälfte Blech in der Luft bei der ganzen Geschichte. Ja. Es gibt allerdings diese schönen Groundplane, die dann irgendwie Radiale zu allen Seiten haben, die sind am Ende dann wieder mit der vollen Länge. Mal beiseite, aber dann gibt es diese ganz kleinen, diese Mobilantennen, die auf dem Auto sind. Die sind ungefähr so lang. Die werden mitgeliefert. Und das sind diese billigen Dinger. Und die sind, ist das Viertelwelle? Nee, das ist noch weniger. Nee, die sagen Viertelwelle, aber die sind nochmal verkürzt. Das ist, glaube ich, nur eine Achtel oder so. Ja. Und die haben also nur ein Achtel die Achtel vom Blech in der Luft. Die können nicht so gut abstrahlen. Es geht nicht. Es geht nicht. Rein physikalisch, das kann sich auch jeder vorstellen. Da muss man kein Diplom für haben. Ich mache dir noch mal ein kleines Beispiel. Ich habe zwei Handfunkgeräte hier. Also das eine ist so ein CB-Funkgerät mit einer und das andere ist ein 70 cm Handfunkgerät. Genau. Und wenn man sich jetzt die Antennen hier mal anguckt, also 70 cm Wellenlänge und 11 Meter Wand. 70 cm, 11 Meter. Und dann sieht man, die Antennen sind hier ungefähr gleich lang. Ne? Aber diese Antenne, hier unten ist auch so ein bisschen dicker und da ist die Spule drin und das ist Murks. Die hat keine Spule. Nee. Hier ist nichts an Spulen drin. Die ist okay. Ja. Ne? Aber das hier ist so kurz und das sind diese CB-Funkgeräte und die kommen mit dieser Antenne und die Leute sind immer enttäuscht, weil die Antenne ist wirklich Schrott. Aber hier kann man zum Glück eine andere Antenne dran machen. So eine zum Ausziehen, ne? so einen langen Draht, den man so eine Teleskopantenne, dann hat man da irgendwie seine 2,50 Meter Draht oben dran und damit das Ding läuft dann auch. Genau. Das Ding läuft. Und so kann man auch sagen, also erstens ist Höhe, ne? Höhe ist eine wichtig und dann Blech. Es gibt nichts, das besser ist. Es gibt noch eine Sache, die noch besser ist als Blech, das ist Meerblech. Das heißt, es gibt Antennen gesteckt. Das hier die Halbwelle, da eine Verlängerung, wo eine ganze weitere Halbwelle verloren geht, hier wieder eine Halbwelle, hier wieder eine Spule, wo das verloren geht und hier wieder, das ist ein dreifach gesteckt. Die Dinger, die strahlen tatsächlich dreimal ab und die sind unglaublich geil. Und die richtig guten Antennen, die du kaufen kannst, die sind solche gesteckten Antennen, wie zum Beispiel die Antenne, die ich oben auf dem Dach habe hier, das ist die Diamond X510. Das ist eine, glaube ich, drei- oder vierfach gesteckte Antenne für 70 cm und 2 Meter. Das heißt, da sind im Prinzip vier von diesen Antennen übereinander drauf. Und das Ding, das spielt, ich drücke hier drauf auf meine 2 Meter und ich werde in 120 Kilometern locker gehört. Obwohl ich habe nicht viel bessere, ich fahre nicht mit mehr Leistung als, sagen wir mal, mit einem CB-Funkgerät. Trotzdem werde ich irgendwie über 100 Kilometer gehört mit dem Ding. Und da sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Nein, die Antenne ist einfach besser als eine einfache Halbwelle für CB-Funk. So, aber was das Ding nicht kann, das ist über die Ionosphäre reflektiert werden.
Das kann das Ding nicht, weil es keine Kurzwelle mehr ist. Das Ding geht gerade durch ab in den Weltraum. Das heißt, du hast damit Sichtlinie und du hast ein bisschen Bodenwelle und dann ist vorbei. Das ist das, was wir vom UKW-Radio kennen. Das ist ja dieses UHF, was wir kennen, FM-Radio. Wenn wir da ein Radio, dann fahren wir mit dem Radio nach Dänemark und wir sind noch nicht mal an der dänischen Grenze und NDR2 ist weg. So ist das. So, und die haben da irgendwie, die senden da mit Megawatt in die Luft, aber sie schaffen es nicht, irgendwie weit zu kommen. Und dann sind plötzlich besondere Bedingungen, dann ist plötzlich irgendwie so eine Inversionswetterlage. Es gibt nämlich für diese Wellen gibt es praktisch so eine Wetterbedingung, richtige Wetter, nicht Sonnenwetter, sondern Wetterbedingung. Und wenn das dann in der Troposphäre irgendwie so eine Inversion ist, dann wird das trotzdem noch gespiegelt und geht nicht raus. Nicht über die Ionosphäre, sondern über das Wetter. Und dann sitzt man irgendwo in Dänemark, irgendwie in Löcken oder was ich, und kann immer NDR2 hören. Das haben wir damals erlebt. Das ging wunderbar, als die Radiosachen noch wichtiger waren. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Strom zu sprechen kommen. Machen wir den Strom noch mal ganz kurz. Wir hatten ja gesagt, dass wir Netzteile haben. Also wir brauchen, die meisten CB-Funkgeräte sind entweder Handfunkgeräte oder Mobilfunkgeräte. Früher gab es auch mal noch so Heimstationen, konntest eine Steckdose stecken, ist heute, weiß ich nicht, kaum noch. Gab es eigentlich auch nie wirklich so viele Geräte, sondern es war hauptsächlich immer mobil, weil alles war irgendwie in Autos eingebaut. Das kam aus den USA irgendwann mal und es gab schon dann auch diese Feststationen. Aber okay, lassen wir das mal. Also die meisten Geräte sind Mobilstationen, da braucht man halt das Netzteil, die aus den 230 Volt aus der Steckdose 12 Volt Gleichspannung machen. Und wenn jetzt das Problem ist, dass man zum Beispiel keinen Strom mehr hat, weil irgendwas passiert ist, aus irgendeinem Grund, ist ja egal jetzt, kann ja irgendwas sein, irgendwie Stromausfall, Grund egal, dann muss ich gucken, dass ich das Gerät noch verwenden kann. Und nicht nur ich, sondern auch mein Bekannter, mit dem ich gerne funken möchte. Ich möchte vielleicht auch gar nicht mit anderen Leuten funken, sondern eher doch mit meinem Bekannten oder mit meiner Frau, Freundin oder so, wie auch immer. Familie, Vater, Mutter. Familie, Vater oder Freunde, mit denen ich irgendwie keinen Handel treiben muss oder kommunizieren muss, aus irgendwelchen Gründen. Und da muss ich vorsorgen, Prepping, auf jeden Fall, Stromprepping nenne ich das jetzt einfach mal so. Man braucht, wenn irgendwas ist, du brauchst diese Dinger hier, du brauchst ein paar davon am besten und du brauchst irgendwie was zum Laden und das hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt hier, da gibt es diese Dinger hier, die kann man so ein bisschen biegen, ja, kann man das sehen, so, die sind ein bisschen biegsam und ist nicht groß, wir haben hier hinten so einmal so einen Anschluss dran, das ist einmal so ein USB-Port, da kommen direkt 5 Volt raus, wenn hier Licht drauf fällt. Da kann man zum Beispiel sein Handy laden. Da ist ein, ein Spannungsregler drin, der macht direkt 5 Volt. Und hier auf der Seite ist ein Hohlstecker. Hier kommen ungefähr, wenn da volle Lotte Licht drauf knallt, ungefähr 20 Volt raus aus dem Ding. Hier. Und dann braucht man halt so eine Ladetechnik und da gibt es hier so ganz billige China-Lader, die kosten einen Zehner. Und das kann man dann, habe ich hier so einen Hohlstecker dran, da ist dann dieser Stecker hier, den habe ich mir hier dran gemacht. Der Hohlstecker, der kommt dann in diese Buchse hier rein und jetzt kann ich hiermit kann ich das Akku laden oder auch direkt an der Stelle zum Beispiel mein Handy laden oder andere 5-Volt-Dinger. Da hat man ja einige mittlerweile, läuft also 5 Volt. Und dieses ganze Set hier, so ich sag mal, sowas hier kostet 15 Euro, das kostet ungefähr einen Zehner mit Versand. Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen teurer geworden, plus das hier. Also alles drei, was ich hier in der Hand habe, kommen mal unter 50 Euro. Und dann hat man schon mal etwas, wo man ein bisschen sagen kann, okay, wenn jetzt echt Not, dann habe ich ein bisschen Strom, ein bisschen. Ja, da muss ich halt gucken, dass ich auch nicht die ganze Zeit sende, sondern eher höre. Oder dass man vorher mit seinem Funkkollegen ausmacht, dass ich zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir schalten das Funkgerät zweimal am Tag ein für eine halbe Stunde und sprechen das Nötigste. Und danach lade ich wieder hier. Wenn man hier von mehreren so hat am Dach oder so, dann ist das natürlich besser mit dem Strom. Aber wenn man
zum Beispiel mobil sein muss, wird das alles dort schwierig. Da braucht man ein anderes Akku, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist das schwierig zu transportieren. Vielleicht sollte man sich da auch Gedanken machen. Man ist ja nicht immer nur zu Hause, vielleicht muss man auch mal weg. Und dann sind dann wieder so andere Lösungen, die waren ja auch schon so ein Klappding hier, die gibt es jetzt zum Klappen. Und da kann man vielleicht irgendwie noch was machen. Da muss man halt ein Funkgerät holen, was wenig Strom verbraucht im Empfangsbetrieb. Ja. Ich habe so ein Ding bei mir in der, am Fenster, genauso am Teil. Das ist praktisch ein Setup, das ich dann irgendwie notfalls irgendwo auch mal irgendwie in den Rucksack schieben kann, einfach irgendwie hin dranhängen kann, so wie um eine Isomatte rumwickeln oder so. Das ist kein Problem. Wie viel machen die jetzt momentan, also praktisch im Frühling, wenn die Sonne scheint, pumpen die vielleicht, also in den nicht vollen Akku vielleicht 1 Ampere, mehr nicht. Also das heißt, du könntest damit gerade eben so ein Funkgerät, ein CB-Funkgerät betreiben und wenn das gerade eben so ist, ne, ja. So, also ich würde sagen, irgendwie, wenn du nicht die ganze Zeit auf der Taste bist und Batterie dazwischen hast, dann ist alles gut. So, wir machen mal irgendwann eine Berechnung oder so, können wir ja nochmal nachreichen in der Richtung, das hatten wir ja vorhin nochmal kurz besprochen, also so eine kleine Berechnung, wie lange kann ich das verwenden, ist ja nicht immer Sonne da und so weiter und ich denke... Ja, also für Dauerbetrieb ist das sicherlich nichts, da braucht man dann ein bisschen mehr, aber ja. Für Normalbetrieb, man ist ja nicht die ganze Zeit auf der Taste, man ist ja meistens am Hören und spricht ja nur, was weiß ich, ein Viertel der Zeit oder so normalerweise und... Und dann kannst du eigentlich einen Tag damit durchhalten. Also ein kleiner Pufferakku dazwischen, der dann irgendwie die Energie, also wenn nur die reine Energie ohne Pufferakku hast, dann reicht das wahrscheinlich nicht. Aber wenn du einen Pufferakku hast dazwischen, dann würde der Akku aufladen in der Zeit. Ne? Und dann ist das eigentlich, sind wir auch damit durch. Ne? Wir haben das Thema irgendwie hinreichend irgendwie um Kreis. Und das sollte eigentlich jedem Anfänger jetzt erstmal reichen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, und wenn da irgendwelche Fragen sind, könnt ihr gerne in die Telegram-Gruppen kommen. Das wird unten verlinkt unter dem Video und wir haben da verschiedene Postleitzahlen. Und der Hanno ist in einer Gruppe, ich bin in einer Gruppe, in anderen Gruppen. Und da können auch Fragen gestellt werden oder wir können beim nächsten Mal nochmal drauf eingehen. Genau. Ja, genau, da möchte ich auch nochmal einhaken. Zum Abschluss. Und zwar bieten wir für jedes Postleitzahlengebiet eine Gruppe an und auch eine extra Gruppe für Einsteigerwissen. Und auch Schweizer sind mit bei uns. Die schaffen es auch über den Berg mit der Technik. Ja, und sind auch ganz begeistert dabei. Und in jeder Gruppe sind Ansprechpartner und Admins da, die sich um die Fragen kümmern, die in den Gruppen gestellt werden. Ob es jetzt spezifische Fragen sind oder eben halt Anfängerfragen. Mit dem Verweis aber auch auf die Einsteigergruppe. Also es wird dort alles geboten, damit wir uns überall vernetzen können, damit dieses Netzwerk auch aufgebaut werden kann und damit man eben von A nach B kommunizieren kann, im Notfall oder eben halt auch einfach aus Spaß an der Freude. Und ja, dazu ist jeder ganz herzlich eingeladen. Und ich danke euch für dieses tolle Interview, sehr informativ wieder mal. Vielen lieben Dank. Ich habe noch einen Nachsatz, eine Idee, was wir das nächste Mal vielleicht irgendwie sprechen könnten. Release, da können wir mal drüber reden. Was hältst du davon, Oskar? Selbstgemacht Release oder Release? Ja, kann man gerne auch mal machen. Habe ich jetzt noch gar nichts. Dieser Horizont. Das können wir nicht. Die Antwort ist darauf, ist Release. Von hier und da, ja. Und, oder weitervermitteln und sowas. Und darüber reden wir nächstes Mal, glaube ich, dann, damit die Leute sagen, oh, aber der wohnt jetzt aber irgendwie weiter als 25 Kilometer entfernt. Was man ja. So. Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch und danke für, für die Einladung hier auch. Ja, ich danke euch. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. 73. Ja, 73. Ciao, ciao. Ja, 55.